weit wäre das eigentlich möglich, wenn euch diese Säulen weggebrochen wären, jetzt noch so eine Profisportsaison über die Bühne zu bringen? Ja, das ist relativ simpel, gar nicht. Das ist relativ simpel, gar nicht, weil überhaupt nicht funktionieren. Profisport und am Ende des Tages auch Sozialarbeit, die wir tun, funktioniert, seitdem ich es tue auf jeden Fall, immer nur dadurch, dass wir Partner finden und sind wirklich Partner und nicht Sponsoren aus meiner Sicht, die uns unterstützen, uns die Möglichkeit geben, dort nachhaltig zu arbeiten. Und bei der Sozialarbeit und im Leistungssport ist die Mittel- bis Langfristigkeit wichtig. Einmal kurz etwas zu machen, ist schön, das wird auch Spaß, aber wenn du wirklich Erfolg haben möchtest in beiden, musst du nachhaltig arbeiten. Und diese Sicherheit geben uns unsere Partner. Und das ist wirklich ganz klar. Jetzt hier auch an der Stelle möchte ich ganz ausdrücklich mich bedanken. Bei beiden Partnern, natürlich bei unseren Partnern im Sinne von den Sponsoren, die es tun, aber auch bei der Politik. Denn das ist auch kein Geheimnis, dass ohne die politische Hilfe jetzt in dieser Stunde wirtschaftlich wäre es auch nicht möglich, jetzt weiterzumachen. Also wir sind da wirklich, uns ist wirklich klar, kleines Beispiel, das Verständnis muss vielleicht dafür auch sein, dass diese nachhaltige Arbeit wichtig ist, dass wir jetzt ganz viele Leute im Breitensport, auch im Nachwuchsleistungssport haben, die nicht trainieren können, die nicht antreten können. Wir haben da hinten einen jungen Mann sitzen mit Justus Hollers, der seit einigen Jahren von uns gefördert ist. Und ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Der junge Mann ist zur A-Nationalmannschaft berufen worden. Wir sind da sehr, sehr stolz. Und das ist möglich durch seine Arbeit natürlich, die er geleistet hat. Und unsere Arbeit, dass wir eben die letzten Jahre kontinuierlich eine Trainings- und Spielstätte anbieten konnten und auch auf das Niveau kommen konnten, damit er weiter vorankommen kann. Das ist für uns, es schmerzt mich wirklich sehr, dass es jetzt gerade ein paar 13, 14, 15-Jährige gibt, wo wir nicht genau wissen, wie die weiter trainieren können, wann die wieder trainieren können. Und auch einen Monat nicht trainieren ist langfristig ein Problem für diese Talente. Das ist nicht anders zu regeln im Moment vielleicht. Wir versuchen Wege zu finden, dass wir mit den Jungs und Mädels natürlich weitermachen. Aber ich glaube, daran sind auch, in meinem Kopf auf jeden Fall, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die letzten Monate und Jahre es sehr, sehr schwer machen, oder nicht Jahre, aber zum Glück nur Monate uns sehr, sehr schwer machen, aber wir sind bereit dazu und nochmal, ohne die Unterstützung unserer Partner wäre das nicht möglich gewesen. Ich habe das, glaube ich, im Juli schon erfahren, dass ich vielleicht Teil dieses Lehrgangs bin. Als ich den U20-Lehrgang hatte, war Henrik Öl, der Bundestrainer, auch da und hat mich zur Seite genommen, hat mich darüber informiert. Und jetzt habe ich, glaube ich, letzte Woche einen Anruf von Marvin bekommen, dass ich wirklich dabei bin. Und jetzt auch vorgestern nochmal eine Nachricht von Henrik Rödel. Und ja, ich bin sehr glücklich. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen, dass ich jetzt bei der A-Nationalmannschaft beim Lehrgang dabei bin. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. I think that, as I said, he has been one of the guys, like everybody else, working in the right direction from the very first day. He got a lot of room to improve in order to become a solid BBL player, but I do not complain about the way that he comes every day to work. He can play multiple positions, and we will try to help him the most that we know. Ja, also sonst wurde ich ja zu einigen Lehrgängen schon in den Jugendmannschaften nominiert, sage ich mal. Ich glaube, der Unterschied einfach von den Jugendmannschaften jetzt zu den Herren, mal bei den Herren dabei zu sein, ist einfach riesig. Ich glaube, die Chance haben nicht viele Basketballer in Deutschland, vor allem auch nicht in jungen Jahren. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich die Chance haben darf, dass ich dort dann am Lehrgang teilnehmen darf, dass ich auch den Faust zu verdanken habe, dass ich in den letzten Jahren viel Spielzeit sehen durfte. Und ja. Natürlich, gerade jetzt, ich war wirklich, man merkt es auch bei Justus, der dann emotional antwortet, dass man mir genauso wirklich super stolz, als ich happy, als ich ihn anrufen konnte und ihm mitteilen konnte, dass das wohl passieren wird jetzt. Das ist eine riesen Leistung, die er geleistet hat. Man darf manchmal auch nicht vergessen, was für Arbeit die Jungkerle da reinstecken. Ich weiß, wie viel ich das getan habe damals und ich weiß, dass Justus nicht weniger gemacht hat.
Ich möchte auch an dieser Stelle vielleicht einmal die Kollegen aus Hittfeld erwähnen, die Kollegen vom BCH, vom SCS Wedel. Wir sind damals 2006/2007 angetreten, um einer der Ziele, die wir hatten, ist, dass wir es schaffen, im Jugendbereich enger zusammenzuarbeiten, damit wir den Jungs zumindest das Potenzial zur Verfügung stellen, um zu arbeiten, um weiterzukommen. Und Trainer wie Lars Mitwollen, Andi in BCH, im Wedel, Joe Rose, da sind so viele Namen, die seit Jahren im Hintergrund arbeiten, nicht im Hintergrund, aber mit den Jugendlichen arbeiten, die hier nie sitzen und nie im Vordergrund sind, die absolut mit einen Anteil da haben, dass wir in Hamburg eine Situation haben, dass wir zurzeit 3 aktive A-Nationalspieler haben, die bei uns in der Jugendarbeit in Hamburg, nicht bei den Hamburg Towers, sondern in Hamburg ausgebildet wurden. Das ist nicht, also könnt ihr mal nachrecherchieren, das ist nicht irgendwie so, das ist jetzt irgendwie mal, das passiert nicht oft. Das passiert. Wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Und ich freue mich riesig für ihn, dass er da sehr früh schon einen Schritt macht. Muss auch mal aufpassen, man muss wirklich immer vorsichtig sein. Da arbeite ich, sehe ich auch meine Aufgabe darin ein bisschen. Ich mache mir nicht so viele Sorgen bei Justus darüber, aber dass die Jungs nicht die Grundfähigkeit, die sie dahin gebracht hat, aus den Augen verlieren. Ne? Denn auch wenn er jetzt A-Nationalspieler ist, wenn man einer sagt, sagen möchte, ja, du bist es, ist er es noch nicht. Es ist ja, wenn er das jahrelang gemacht hat, es geschafft hat, auf dem Niveau jahrelang zu performen, andere Spieler zu verdrängen. Und da gehört noch viel Arbeit zu. Und ich bin mir sicher, dass es bei ihm so ist. Ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis und Verständnis. Aber man muss auch mal einfach. Das merkt man, glaube ich, auch glücklich darüber sein, dass er das geschafft hat. Ja, auf jeden Fall ist es ein Traum. Ich glaube, jeder Spieler würde gerne für sein Land spielen. Deswegen ja, kann man auf jeden Fall sagen, dass es ein Traum ist, dass wir es früher gewünscht haben, dass es irgendwann mal passiert. Dass das jetzt wahr geworden ist, ist sehr schön. Ich glaube, man kann auch die beiden Geschichten sozusagen vergleichen. Früher stand ich oben auf den Turbinen, habe hier die Towers spielen sehen. Jetzt bin ich hier bei den Towers. Damals habe ich oder jetzt auch noch immer die Länderspiele geguckt und jetzt darf ich da Teil sein. Das ist einfach sehr schön. Ja.